Ah. Diese Brezen sind scheiße. Und? Steigt ja volles Pfund aufs Dach. Wir kommen zurück zu Let's Play. Boah, dann ist das Pre-Sequel. Das ist Willy. Und für sie nuschelt ihr Moderator. Mhm. Klapp, Schred. Klopp, Schred. Definitiv lecker. Definitiv Alete. Definitiv das. Mögt ihr Sprungpads? Wie kommen wir da durch? Ich weiß nicht. Such einen Weg. Ich will hier rein. Warum darf ich hier nicht rein? Du hast ja schon gespielt, nicht ich. Da haben wir aber keinen inkompetenten Roboter dabei gehabt. Wo ist denn das eine Entschuldigung? Ich will hier rein. Alle Spieler sind erforderlich, um diesen Vorgang fortsetzen zu können? Alle Spieler? Ich bin doch da! Haben wir plötzlich einen neuen dazu bekommen, oder wie? Hä? Nö, nur wir beide. Mama. Ah, jetzt. Keine Ahnung, was das war. Sprungpads! Ja gut, neues Spiel. Ab und zu mal so eine kleine Macke. Oh oh. Möchte gern Big Daddy. Da ist er. Kill den Idioten, kann ich dich näher an Concordia und das Störsignal ranbringen. Diese Kammerjäger sterben heute. Sonst will ich nicht mehr Bacephalus Deadlift McElroy heißen. Das bist du. Komischer Name. Da ist der Arsch. Kann ich dich Deadlift nennen? Oder Daddy? Möchte gern Big Daddy. Scheiße! Wo ist der Spacken? Oh, ich hab ihn! Brandbot aktivieren! Ja, Panzer. Oh. Ja. Was zur Hölle macht er da? Ich hab keine Ahnung, aber es tut weh! Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass es sowas abzieht. Der gesamte Boden ist unter Strom. Ich bin weg, so. Ja, schön, dass er keinen Schaden dabei nimmt. Also ich stehe jetzt hier gerade oben. Hui, Motherfucker! Paff! Alter, der wird echt schwerer zu zweit. Echt, ist er allein nicht so schwer? Nö, der Hopster. Was mit dem Schrott bei mir ab? Irre. Ah, jetzt nimmt er Schaden. Kammerjäger.exe aktivieren! Hey, oh, Moment. Oh, Milchromancer. Du hast einen Anarchie-Modus. Ja! Deswegen treffe ich gerade gar nichts. Nimm eine Shotgun, trifft immer. Ich habe ihn einfach gesprengt. Was ist das denn? Ich habe einen Fan des Durchflusses. Und jetzt such den Digistruck-Schlüssel. Er muss hier irgendwo sein. Ist das eine dieser... Moment. Moment mal. Traktor Beam! Ein Watt. Hol? Traktor Beam! Au! Traktor Beam! Ich habe eine Biowaffe gefunden. Nur eine Laserwaffe! Traktor Beam! Ah.
Level up. Wie geil! Wie? Zitat oder Wortspiel einfügen. Alter. Traktorbeam. Zack. Absolut effektiv. Ups. Vorsicht da unten. Wir zählen euch Turtle Two zu facen. Ja, tanzt schon wieder. Hör auf damit! Hey da! Traktorbeam! Ich schau ihn gar nicht an. Nein, nein, nein. Hey Dude! Traktorbeam! Ignoriert ihn, er geht schon von alleine wieder weg. Traktorbeam! Arme, arme Banditen. Bonza, bin ich froh, das zu sehen. Heb's auf. Jetzt, wo du den Digistruck-Schlüssel hast, kannst du eine meiner Mondsumis bei der Dahlstation anschalten. Begib dich hin. Aber Vorsicht, nach dem großen Bersten haben sich dort Skeffs eingenistet. Was haben wir denn hier Feines? Ach, du hast das Klohaus gefunden. Aha. Und den damit in Verbunden gebrachten Loot. Ziemlich nette Schrotflinten im Grunde. Was soll ich eigentlich sagen? Ich habe jetzt einen fucking Traktorbeam. Ich bin sowas... Ich bin glücklich bis ans Lebensende. Ich kann nicht glücklicher werden, Hol. Och, dann hast du die Kryowaffen noch nicht erlebt. Die sind scheiße mächtig. Weißt du noch, wo wir hier Viscera gespielt haben? Cleanup Detail? Mhm. Oh nein, nicht der Putzlaser. Mhm. Diese Sauerstoffgeysire füllen dein Auskit wieder auf. Einfach reinstellen und tief durchatmen. Sagt sie dir jetzt. Weißt du eigentlich, wie nervig das ist mit einem, wie geil das ist mit einem Laser und dieser Anarchie? Wenn Gage das sehen würde, sie würde heulen. Oder noch einen Roboter bauen. Der Claptrap tötet. Traktorbeam! Traktorbeam! Auf keinen Fall die Laser kreuzen! Oder doch? Photonenstrahler. Das ist so verdammt cool, Mann! Okay, Wolf, hilf ihm mal. Ich geh mal dahin, wo noch die Mission ist, ne? Also es gibt ja hier noch eine Mission, die wir machen können. Ach, die optionale. Genau. Optional ist optimal, Hol. Also, das haben wir, wenn wir eins aus einem unbeliebten Let's Play wie Diablo bemerkt haben, dann ist es, dass optional optimal ist. Oh, das Ding, das ist sogar geil. Das hat ein paar richtig geile Sachen. Nee, jetzt mal ernsthaft. Diablo 3, Diablo 2 ist das ungegookteste Projekt überhaupt. Mhm. No one gives a shit. Ist eigentlich recht praktisch, dass du den mitnimmst, weil in die Richtung müssen wir dann eh, wo dahin muss. Sein letzter Wille. Er mag ja tot sein, aber irgendwie scheint er zu wissen, was du als nächstes vorhast. Hä? Durchsuchen. Runter von meinem Rasen. Dies ist der letzte Wille von Dahl Captain Tom Thorson. Deadlift Scavenger stürmen in diesem Augenblick mein Schiff. Möge derjenige, der dieses Echo findet, den Anstand haben, einem Todgeweihten die letzten Wünsche zu erfüllen. Drücken Sie auf nächste Nachricht, wenn Sie dazu bereit sind. Natürlich! Ich bin auch programmiert, allen Menschen zu helfen, tot oder nicht tot. Danke. Zuerst muss Colonel Sarpedon von meinem Tod erfahren. Verbinden Sie diesen Echo-Recorder mit einem Sender und übertragen Sie die Nachricht. Wie du wollen. Kriegen wir hin. Lohnt sich aber echt.
Ist hier irgendwo noch was? Ein bisschen weiter. Nein. Ein bisschen weiter. Ein bisschen kiffen? Ja. Boom. Nö. Alter. Das sieht hier alles so krank aus. In richtig geilen Gegenden kommen erst noch. Ich bin momentan zufrieden. Ich habe einen Traktorstrahl. Ich bin auf dem Mond. Ich bin nervig. Vor allem das. Apis war ganz früh eine alte Dahl-Kolonie. Aber dann kam das große Bersten. Überall trat Lava aus und Dahl verzog sich in Windeseile. Die haben ganze Fabriken zurückgelassen. Die Maschinen wittern dort vor sich hin. Nach ein paar Jahren kam die erste Flotte. Es war nicht wirklich die erste, aber man nannte sie so. Jetzt leben wieder Leute hier. Naja, Leben ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es sind Leute hier. Neben allen anderen Lebewesen. Niemand weiß, wie es zum großen Bersten kam. Aber die meisten sagen, Dahl ist schuld, weil die Mineralien geschürft haben oder so. Keine Ahnung. Oh, Kiste. Stories müssen nicht stimmen, um geglaubt zu werden. Sie müssen nur erzählt werden. Und die hier erzähle ich oft. Wow. Also sie ist echt... Sie ist mir echt sympathisch. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas mag ich an ihr. So ein Hauch-Psychopath. Ja, aber eben. Liebenswert. Und Brezeln. Vor allem das. Fuck. Schnell weg von diesem kleinen Psychobot. Juhi. Boom. So, du hast den Krakenpass überlebt, ne? Und komm rüber, dann kannst du was erleben. Okay. Komm rüber, damit wir Detlef und seinen geilen Raumanzug rächen können. Ich hab grad Detlef verstanden. Also wenn sie mich schon so darum bitten, rüberzukommen. Sollen wir sowieso. Oh Mist, hätte nicht gedacht, dass du wirklich kommst. Er tanzt schon wieder. Kannst sagen, was du willst. Ich bin hilfreich. Ich weiß nicht mal, was der Effekt davon sein soll. Er tötet. Und macht Dubstep. Weil das klingt eher wie Daft Punk. Von Around the World. So, irgendwie müssen wir da hoch. Oh? Shit! Ich habe immer das Gefühl, ich komme höher, als ich überhaupt komme. Traktorbeam! Das ist so geil. Kommst du klar? Ist da einer? Okay, ich bin gerade runtergesprungen, als... ja. So, ja, da kommst du hoch. Ja, ich bin schon da. Hui! Dich nehme ich mal mit. Ah, hier. Danke, dass du mich über Captain Thorsons Schicksal informiert hast, Kammerjäger. Dafür gebührt dir mein Respekt. Aber verschonen werde ich dich deshalb nicht. Hey, lauf doch nicht alle weg. Sobald sie den Colonel über meinen Tod informiert haben, will ich, dass sie mich rächen. Oh ja, Stimmt Squad, Deadlifts Lieutenant, gerade mein Schiff. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie ihn für mich finden und töten könnten. Wen? Squad. Squad. Squawks. Ich bin hier die ganze Zeit nur am Suchen irgendwie. Oh, ein Echo. Dass sie Squad umgelegt haben. Teufel, ich kann ihn hören. Okay, letzte bitte. Sie wohl? Müssen einen Typen namens Nair finden. Ich hab hier ein Dings gefunden. Oh Mann, ich komm zu spät. Nein. Oh, verdammter Mist. Hey, du. Ach, du meinst auf dem Damm, ja, oder? Ah ja. Nein, der andere Hyperion-Schrotthaufen, der Türen für mich öffnen kann. Tut mir leid. Ich kann mir als Türen öffnen, Sir. Wir CL4-PTP-Einheiten können für alles
programmiert werden. Vom Öffnen von Türen bis hin zum Ninja-Mord an hochrangigen hauswirtschaftlichen Funktionären. Ja, ja, mache. Moment. Sowas kannst du? Aber ja. Ich habe sogar eine Revolution angezettelt. Es gab viele Waffen und es wurde viel gestorben. Man sollte meinen, bei der ganzen Sache wären bessere Konditionen für mich rausgesprungen. Aber nein, ich wurde wieder zum Türöffner degradiert. Ja, ja, schon klar. Halt die Klappe und mach die Tür auf. Ich komme zu spät zum Quartalsmeeting. Hier ist noch einer. Und öffne dich. Einen wunderschönen Nachmittag. Und danke, dass Sie den Hyperion-Roboterdienst genutzt haben. Lassen Sie es mich wissen, falls Sie weitere tyrologische Bedürfnisse haben. Tyro... Oh, das werde ich. Ganz sicher werde ich das. Wow. Bootprogramm abgeschlossen. Hallo, ich bin Ihr neuer Stewardbot. Bezeichnung CL4PTP, Hyperion Roboter Klasse C. Bitte die Werkseinstellungen vor Inbetriebnahme individuell anpassen. Na bitte, kannst du mich hören? Woran erinnerst du dich? Ja, erinnern woran? Sind Sie mein Vater? Nein, du... Sind Sie Gott? Nein, du bist nicht tot, du bist... Ich bin tot, oh mein Gott, ich bin tot! Du bist nicht tot. Halt endlich die Klappe. Deine neue Bezeichnung ist FR4GTP, Fragtrap. Du bist eine gnadenlose Killermaschine, kapiert? Okay, danke für die zweite Chance, Gott. Ich weiß das zu schätzen. Was? Nein. Und jetzt sagen sie ihm, er ist ein Arsch. Oh Mann, hol! Du hast es abgebrochen. Darf ich hier mit ihm reden? Captain Forschen lässt dir ausrichten, dass du ein Arschloch bist. Das ist eine Star Wars Referenz. Ich würde sie gerne belohnen, aber sie wissen ja, ich bin tot. Trotzdem, danke. Kammerjäger, ich möchte dir danken, dass du Captain Thorsons letzten Willen erfüllt hast. Komm zu den folgenden Koordinaten. Hat sie einen nach oben? Moment, will sie uns eigentlich umbringen? Ja, dennoch ist sie ein bisschen ehrenhaft. Alter, das war eine eindeutige Star Wars Anspielung. Eindeutiger ging nicht. Nee. No! Meine Männer haben diese Waffen vor Monaten versteckt. Du kannst sie behalten, bis ich sie dir wieder abnehme. Nett. Sie kriegt auf jeden Fall eine reelle Chance. Ja. Sie hasst dich zwar abgrundtief. Aber hier ist irgendwo ein Shop. Da müssen mal Sachen loswerden. Ach ja, da ist so ein Shop. Wo nur? Ich sehe den gar nicht. Der soll hier kommst du jetzt noch nicht rein? Da, wo der Shop ist? Weil das ist mir hier direkt auf der Karte, direkt vor mir. Komm einfach mal zu mir. Ich habe mir da auch so einen langen Ast abgesucht, bis ich ihn gefunden hatte. Hier drin ist er, da kommen wir später noch rein. Ach so! Puff, puff! Das ist schön! Puff! Oh, das Spiel ist so toll. So, holen wir uns am besten gleich mal einen Töff-Töff. Wir haben ja den Schlüssel. Oh, wir können fahren? Oh nein. Ich kann fahren? Oh nein. Ich darf fahren? Übrigens, Shop. Oh. Oh, Shop. Ich darf fahren? Nein. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Aber wenn du die Auswahl triffst, nimm die Raketenwerfer-Variante. Die ist so hammer in dem Ding. Ignorier das. Tritt sie ein. Auch okay. Auch okay. Gut, schnapp dir jetzt ein Fahrzeug und komm zurück. Wenn du dabei ein paar Kragons killen willst, ich möchte so eine Art Leichenschmuck aus ihnen machen. Ernsthaft? Ich darf einen Mondbuggy fahren? Nimm die Raketenvariante. Komm bei mir vorbei. Ich hab was, das dich nach Concordia reinbringt. Vielleicht findest du dort ein Signal und ihr kommt wieder auf eure blöde Riesenraumstation. Oh mein Gott! Das Ding fährt sich mal anders. Eieieiei. Guck dir den Raketenwerfer an. Was zur Hölle ist das? Geil ist das. Das sind Seifenraketen. Du hast überlebt. Ich habe mir gerade selbst einen High Five gegeben. Sie suchen mich. Ich muss also Funkstelle wahren. Finde das Störsignal, stell es ab und komm wieder auf die Helios. Paff. Oh, ist das geil, über die drüber zu fahren.
Baff! Oh, die Raketen sind so befriedigend. Das Gesamte ist hier so befriedigend. Trap, was ist mit deiner Ausrüstung? Stuartbots können doch normal keine Waffen tragen. Mein Name ist Claptrap. Ach so, ich bin gar nicht Claptrap. Du bist Claptrap. Dass ich keine Identität mehr habe und menschliches Leben nicht achte, ist es total super. Aber ich bin nicht der Claptrap, den man kennt, oder? Du bist der Claptrap. Weil ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass ich das nicht bin, weil mich alle mal Fraptrap nennen. Weil er dich nach dem ersten Teil rebootet hatte und dir einen anderen Namen gab. Ach so! Am Ende vom ersten Teil wird er ja von einem Satelliten gezappt, dann startet er eine Revolution, wird der, glaube ich, nochmal lahmgelegt, zurück nach Hyperion geschickt. Und da nimmt den Jack dann eben in seine Fittiche. Ach so! Deswegen ist er ja so auf Killer getrimmt. Fuck you! Herausforderung erledigt. Sachen überfahren. Oh, das ist eine Rampe. Ist das eine Rampe? Ja, das ist eine Rampe. Allerdings erst die Rampe danach. Yippie! Siehst du das da? Das da ist eine Rampe. Moment, was? Muss rüberfahren. Nein, musst du nicht. Rüberfahren. Musst du nicht. Na, wobei, wenn wir schon mal hier sind. Ist das geil. Nein, warte mal. Ah ja, doch. Ist ja was. Mal kurz auf der Also hier müssen wir zwangsweise noch hin. Ach so, okay. Haben wir schon die Mission, wo wir das drin haben, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Eigentlich haben wir nur noch. Moment, wo ist das? Achso, das ist auch da. Nee, gut, dann haben wir noch die Hauptmission und das, was wir abgeben müssen, aber das ist auch da. Ja, ja, da gibt's aber noch einen, wo wir dann noch in diesen kleinen Bunker verschlagen müssen. Au! Aber du Arsch! Hey, ich hab's versucht! Ich hab's versucht, okay? Jeder Sause, die steht daneben dir und denkt mir nur Arschloch. Diesmal fährst du. Gib mir aber bitte mal eins mit Laser. Ich möchte mal wissen, wie das ist. Mit Laser. Diesmal kannst du ja mal fahren. Holy shit! Laser Gatling! Ich bin ein Raketenwerfer geiler. Macht doch mehr Schaden, glaube ich. Ja, das Laser-Ding macht gar keinen Schaden irgendwie. Aber Piu Piu. Unter anderem wahrscheinlich auch, weil die resistent dagegen sind. Das sieht so doof aus, wie ich da oben drauf bin. Ich frage mich ja die ganze Zeit, wie zur Hölle passt der da rein? Das sage mal, ich fahr scheiße. Kann ich hupen? Nee. Warum willst du hupen können? Weil ich hupen können will. Au. Ich kann nicht an die Wand fahren. Das kann ich. Oh, Mann. Ach, wir sind wieder da. Ich bringe derzeit mal eine Mission. Schön, dich zu sehen. Hier, nimm das. Das ist ein Orbatron. Bringt dich nach Concordia rein. Cool, danke. Eigentlich müssen wir von dir ja noch eine Mission kriegen. Ja, wir haben jetzt erstmal hier. Folge der Stimme deines Herzens. Vielleicht verschönert es eine Plakate ja irgendwem den Tag. Ich hatte eine Katze. Sie starb. Ja. Nennen wir es Katze. Im Stich gelassen. Auf nach Concordia. Eine Waffe. Okay, spring mit deinem Vehikel über den Riss. Dann ist der Weg nach Concordia frei. Sobald du dort bist, dürftest du auch dein Störsignal finden. Oder was du da suchst. Wir treffen uns dann dort. Okay. Ach, und Fraptrap. Sorry, dass deine Persönlichkeit verändert wurde. Mir nicht. Wer braucht schon eine Identität oder freien Willen? Mir geht's blendend.
Okay, neue Mission. Nova, no problem. Elektro-tot. Also, ich habe einen Teil von meinen Sachen in einen Safe gesteckt, um sie vor Deadlift zu schützen. Okay. Jetzt, wo er tot ist, wirst du den Safe für mich öffnen. Hier, folge mir. Okay. Sie wird schon wissen, was sie tut. Du darfst den Schild tragen. Du weißt ja nicht. Öffne einfach die Kiste und du hast einen Nova-Schild. Cool. Oh, schön, ich krieg auch einen. Die Kombination für meinen Safe vergessen. Dann öffnest du ihn eben auf die witzige Art. Der Schild ist dein Dietrich. Okay, und noch eine andere. Talk-O, Talk-O. Es gibt Waffen und es gibt Explosionen. Kennst du dich mit Lasern aus? Es gibt da einen Lichtreaktor in einem nahen Gebäude, den ich von den fetten Batzen Mondsteine verhökern könnte. Wenn du mir den besorgst, dann kannst du eine von meinen überzähligen Laserknarren haben. Ich hab dir gerade eine Protgun gegeben. Du wirst damit ein paar Kragans reizen müssen. Eben, das ist das bei dem Bunker. Ich vertrete die Talk Corporation und bin voll angepisst, weil es Laserwaffen gibt. Die verschießen Licht, das nicht mal explodiert. Was soll das? Ich bezahle dich, wenn du diesen Lichtreaktor für mich findest und zerstörst. Etwas übertrieben, aber mir gefällt sein Elan. Ja, Mr. Fucking Talk. Ich hab mal kurz umdisponiert. So, was machen wir denn jetzt? Also, das mit der Knarre und den Viechern reizen, das ist da, wo wir gerade gewesen sind mit dem Springen. Ja, dann müssen wir zu diesem Bunker. Und das andere ist da, das heißt, wir sind... Das war dieser Turm, wo uns die Troller da, die den Loot da gegeben hat, weil wir den gerecht haben. Das Problem ist, die ganzen Gebiete sehen sich hier noch relativ ähnlich, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Kragans begegnest. Sie tauchten auf, als Dahl mit dem Bergbau auf dem Planeten anfing. Einer hätte mich vor ein paar Monaten fast getötet. Hat mir eine sexy Narbe am Bauch verpasst. Das wolltest du wahrscheinlich nicht hören, Claptrap. Aber ich wollte auch nicht, dass du hast es geschafft. Oh. Das Gebäude mit dem Lichtreaktor ist ganz in der Nähe. Geh rein. Leider verspätet mir eine beträchtliche Menge Unrat den Zugang. Ach ja, deshalb habe ich dir die Protgun gegeben. Feuer mit ihr auf die Kragans. Dann werden sie wütend und greifen an. Wenn du sie in das Gerümpel locken kannst, schlagen sie für dich eine Bresche. Ist da gerade einer? Moment. So. Ich mach mal einen sauber und siehst ungefähr, wie es funktioniert. Ignorier ihn mal, ignorier ihn. Lass ihn auf mich zukommen. Es hält immer noch. What sie the? Müssen es nochmal rammen. Super, sie haben das Gerümpel weggerammt. Hä? Geh rein und greif dir den Lichtreaktor. Was zur? Die haben diese Drehattacke drauf wie die Spider-1. Wie cool. Das wird schmerzhaft. Spitze, aua. Jetzt bring ihn mir her und ich gebe dir eine Laserwaffe dafür. Oder du zerstörst ihn für mich und kassierst dafür eine coole Torkknarre. Warum? Weil ich Laserwaffen hasse und voll nachtragen bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Ah, sorry, Torx, da ist er geil. Mir fast leid. Du kannst den Reaktor für Torx zerstören oder mir geben. Ich mag dich so oder so. Oh. Außerdem sind Laserhammer. Ich mag sie auch. Lass uns den Laser nehmen. Na gut, ich bin diesmal auf ihrer Seite. So, kommt man da jetzt eigentlich rüber? Weil letztes Mal habe ich echt versucht. Da kommt man schon rüber. So nicht. Nee, ich verstehe nicht, was ich da machen soll. Hin funktioniert es, aber zurück irgendwie nicht. Aber bald müssen wir eigentlich direkt bei ihr spawnen. Im Grunde habe ich uns jetzt gerade einen Speedrun gegeben. Oh, warte mal, komm mal her. Hä? Hier. Oh. Ganz wichtig. Deadlift hat ins Bett geschissen. Gerade aus Paradekissen. Jenny hat's gesehen. Deadlift muss gehen. Nice. Ich mag sie, sie ist total süß. Sie hat zwar kräftig einander Waffen. Wir geben ein tolles Team ab. Abgesehen davon, dass ich gar nichts tue. Gemein! Alle haben Spaß mit ihren Laserwaffen und ich sitze hier nur rum und jage Sachen in die Luft. Mein Leben ist scheiße. Ach, woher? Die Leute stehen auf Explosionen. Das sagst du doch nur so. Die Leute wollen Laser, keine Explosionen. Nein, ich stehe wirklich auf Explosionen.
Du bist klasse. Wirklich? Jetzt bist du mir sympathisch. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Nein, Freundschaftszone. Erzählt Athena die Sache mit dem Lichtreaktor-Dings herum? Dann möchte ich mal klarstellen, dass ich damals in einem tiefen Loch stecke. Ich weiß jetzt, dass die Freundschaftszone ein imaginärer, frauenfeindlicher Ansatz für eine Beziehung ist. Versteht ihr, was ich meine? Alter. Wow. Wow. Hat über nichts Besseres zu tun, als sich zu kontrollieren. Toko, Toko, lass Laser und Explosion. Die Sache hatte wirklich nur Schönes, was? Oh, das ist eine richtig gute Waffe sogar. Die habe ich lange behalten. Ach so, das ist die, die ich jetzt... Okay, da muss ich einmal wechseln. Ja, ich nehme mal eine Sniper. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Das ist sie? Jagagata! Oh, wie cool! Mein Name ist Crab. Crab. Okay, Hohl, hast recht. Es hat sich gelohnt. Laser sind awesome. Lass abdüsen. Oh, Mann. Guck mal, Mr. Dog. Explosionen. So geht's natürlich auch. Ich weiß gar nicht. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, wo müssen wir überhaupt hin? Einmal. Ach so, nee, uns fehlt ja noch eine Nebenmission. Also ich möchte eigentlich wirklich. Klingt zwar hart, aber ich möchte alles machen. Wundert's? Also, oh, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich möchte in diesem Let's Play alle Missionen mit dir machen. Gerne. Oh, ich weiß, dass das eine Menge Arbeit nachher wird und alles, aber ich möchte. Pfeift drauf, wird gemacht! Mal ganz kurz gucken. Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Ah, hier. Bingo! Und geparkt. Freudenfeuerwerk! Regular Range. Ich liebe diesen Modus. Das sieht auch total bescheuert aus, wenn du denn in meine Richtung guckst. Jungs. Warte. Und nochmal. Du brauchst diesen Schild, um den Safe zu knacken und den Kram zurückzuklauen. Vertrau mir einfach. Ich vertraue ihr. Sie würde zwar nie im Leben auf mich stehen und mich höchstwahrscheinlich umbringen, aber... Cool, okay. Naja, sie steht nicht auf Kerle, du bist ein Roboter. That's actually true. Hast du den Schild drin? Moment, ich muss den wirklich ausrüsten? Ja, du musst getroffen werden, damit alle Sachen da auf einmal platt gehen. Okay, hab ihn. Sich ein paar Sicherheitseinrichtungen befinden. Die musst du alle gleichzeitig deaktivieren, um den Safe zu knacken. Ach, da ist noch einer. Jetzt muss halt einer so lange auf dich schießen, bis die Nova aktiviert wird. Ach so! Kill me! Der Schock-Nova-Schild, den du von mir bekommen hast, müsste alle Sicherheitseinrichtungen deaktivieren, wenn er ausgelöst wird. Sobald der Schild leer ist, wird die Nova gezündet. Meine Auferstehung! Ich mach's so, jetzt aber. Verteilerkästen verletzt wirst. Welche Verteilerkästen? Stapel auf eine Granate. Lass dich anschießen. Hau dir selber eine rein. Hau dir selber eine. Das geht natürlich nicht. Na? Ich sehe die Verteilerkästen nicht. Wobei, warte mal, waren die Verteilerkästen nicht oben? Also wenn das die oben sind, dann... ja. Ah ja, ich glaube, das waren sie. So. Ja, das hat nicht funktioniert. Der regeneriert sich zu schnell. Hier oben bräuchte ich Gegner. Hier spawnen jetzt auch keine Gegner mehr.
Das Problem ist, der hält ein bisschen zu viel aus, der Schild. Lass mal sehen, wir haben hier Kameras, Barriere. Ich müsste irgendwie genug selbst an Schaden nehmen. Warte mal. Wenn ich das so hier war ja auch noch eine Kamera. Okay, brauch mal Hilfe. Wo ist er? Hier oben. Oben drauf. Hat nicht so ganz funktioniert. Ja, vergiss es. Ich fall einfach auseinander und dreh mich wie blöd im Kreis. Ja, aber sie will jetzt explizit Kameras und Laserbarrieren, die sind alle hier unten drin. Das sei gerade, wieso spawnen denn da keine Gegner mehr? Schocke die Kamera und die Kamera. Okay, ich kann ja auch einfach in die Laserbarriere reinlatschen. Alles, was du darin findest, gehört. LOL, Mann, das war, ich stand doch auch hier. Ach, fuck it. Knarre. Das Passwort lautet für Steph. Na gut, vielleicht hätte ich mein Passwort nicht im Safe aufbewahren sollen. Dumm von mir. Egal, komm einfach zurück. Jeder macht einen Fehler. Jeder macht mal Fehler, ja. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ich soll mal Sachen verkaufen. So, erstmal diesen Nova-Schild verticken. Hallo, ich mache das dort mit weiter, ja? Ich mache das dort mit weiter, ja? Okay, gute Idee. Wobei, so schlecht ist der gar nicht. Ich behalte den. Ja, ich habe einen mit 100 plus. Ja, aber die anderen Werte sind da bei mir besser. Deswegen nehme ich den. Okay. Oh nein. Wohin? Es fährt schon wieder. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück, oder wie? Ja. Und dann müssen wir nach Concordia. Nach Korsika! Oh. Nach Korsika! Flachkörper machen! Flachkörper machen! Er hat gekniffelt! Wieso kommen wir eigentlich in jedem unserer Let's Play auf gekniffelt? Du hast damit angefangen. Fleisch fehlt, ist König. Oh shit! Okay. Alles gut. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Mach mich schon mal bei den Einheimischen beliebt. Ich weiß noch nicht, was ihr Panik habt, wenn ich fahre. Ist doch alles cool. Alles cool. Alles krass. Alles tutti. Da unten werden einen qualvollen Tod sterben. Man kann es aber. Badass! I want to kill that shit. Oh yeah. Boah, Double Laser! Wie geil! Guck dir das an! No. Zieh dir das rein, hol! Ich glaube, der hat gerade unseren Bucky gefressen. Double Laser! Das Problem ist nur gegen Laser so resistent. Double Laser! Ist egal! Gut, komm zurück! Hilfe! Hat's erledigt. Ich hab keine Granaten mehr, scheiße. Die haben ziemlich viele Resistenzen. Die sehen ein bisschen aus wie Pokémons. Ja, doch. So ein Möchtegern Graudon. Strap. Och nö, er dance schon wieder. Ich bin wieder unsichtbar. Habe ich da auch erhöhten Nahkampfschaden? So wie... Nee, nicht wirklich. Ich glaube, das sind einfach nur zum Verpissen. Finde ich aber nicht cool. Ich klopp euch! Ja, hustet und pustet. Alter, aus einem so ein Badass, wie kommen so viele andere raus, ne? Aber sind ziemlich gut zum Leveln. Ich bin bald Level 7, also hallo.
Runter von meinem Rasen! Das ist so cool. Dings. Skins. Skin-Mode! Achievement! Da liegt noch eine Knarre rum. Ich hole schon mal ein neues Auto. Was habe ich denn da gefunden? Nur mal so, ich, hier, Auto. 19x2 Pistole, okay. So, die Mission geben wir noch ab und dann ist der Part leider auch schon wieder vorbei. Auf nach Korsika! Auf nach Korsika! Flachkörper machen! Korsika, geil! Ja, das war geil damals! Aber du weißt doch, was noch viel besser war, oder? Ein Flachkörper. Flachkörper machen! Die Laserwaffen sind so cool. Ich bin ausgetrocknet wie ein... Klopf dir selbst auf die Schulter für deine kreative Problemlösungsstrategie. Für Steph. Kaum zu glauben, dass ich das vergessen habe. Simpel. Und das war's dann noch von heute von Let's Play Borderlands, das Pre-Sequel. Im nächsten Part machen wir uns dann höchstwahrscheinlich mal wieder drauf, der Hauptstory zu folgen, schätze ich mal, wa? Willi? Jo. Entschuldige mich bitte. Ich muss qualvoll ersticken. Geh weg.